22 Jahre ist es schon her, als Skoda mit dem Fabia seinen ersten, komplett unter VW-Regie entwickelten Kleinwagen präsentierte. Über drei Generationen verkaufte er sich satte 4,5 Millionen Mal. Jetzt steht Nummer 4 in den Startlöchern und soll an die Erfolgsgeschichte anknüpfen. Und ob das klappen kann, wollen wir heute mal gemeinsam herausfinden. In der Länge legt der Fabia 11 cm zu, ist jetzt 4,11 Meter lang und dazu gewinnt er nochmal 4 cm in der Breite. Damit ist er fast so groß wie ein Golf 4. Und auch ansonsten ist er seiner Klasse ziemlich entrückt. Typisch erkennbar äußerlich sind die harten Sicken und Kanten, das sogenannte kristalline Design. LED-Scheinwerfer sind serienmäßig und dazu hat er als Spezialität eine selbstständig verschließende Kühlerjalousie, die den CW-Wert so auf den Klassenbestwert von 0,28 runterdrücken soll und bei Tempo 120 0,2 Liter einsparen soll. Nicht schlecht. Kommen wir zu den Motoren, oder besser gesagt dem Motor. Denn vorerst wird es den neuen Fabia nur mit einem Motor geben, dem 1 Liter Dreizylinder Evo Motor aus dem VW-Konzern. Schon bekannt beispielsweise aus dem Polo. Im Fabia tritt er an in vier Leistungsstufen, 65, 80, 95 und 110 PS. Grundsätzlich ist er an ein Fünfganggetriebe gekoppelt, nur die 110 PS Version hat Sechsgang oder gegen Aufpreis, wie in unserem Testwagen, auch ein Siebengang DSG. Von der gewachsenen Außenlänge profitiert vor allem der Kofferraum. Er wächst um 50 Liter auf 380 Liter und damit ist er der größte seiner Klasse. Dazu bietet er einen verstellbaren Ladeboden und eine zweigeteilte Rücksitzbank und dann eine ebene Ladefläche und bis zu 1190 Liter. Ebenfalls gewachsen ist auch der Platz im Fond. So kann ich mit meinen 1,85 Meter auch hinter dem auf mich eingestellten Fahrersitz gut sitzen. Die Kopffreiheit ist trotz Panoramadach im Testwagen absolut ausreichend. Für zwei Erwachsene reicht es locker hier hinten. Im dritten wird es sicherlich ein bisschen enger. Es gibt eine Mittelarmlehne mit Cupholdern und ansonsten ist Skoda auch stolz darauf, dass es bis zu 16 Fächer im ganzen Fahrzeug gibt, die ein Fassungsvermögen von entsprechend bis zu 108 Litern haben. Und dazu gibt es natürlich noch die Simply Clever Ideen, also die einfachen, aber effektiven Lösungen, die den Alltag erleichtern sollen. Bekannt wie der Regenschirm in der Fahrertür oder der Eiskratzer mit Profiltiefenmesser im Tankdeckel, der Schlabberschutz für den Kühlwassereinfüllstutzen, Wischwasser ist es, und die kleine Handytasche im Vordersitz, die das Mobiltelefon vernünftig an Position hält. Gute Idee für wenig Geld. Jetzt sitzen wir endlich hinterm Lenkrad. Das ist jetzt im typischen neuen Skoda 2 Speichendesign. Es lässt sich genau wie auch der Sitz sehr, sehr weit verstellen. Weiter Verstellbereich für wirklich auch sehr große und sehr kleine Fahrer. Das ist angenehm. Und insgesamt merkt man schon, dass der Fabia wieder ein kleines bisschen größer und erwachsener geworden ist. Es fühlt sich alles eine Klasse höher an. Einziger kleiner Wermutstropfen bleibt noch die Verarbeitung im Detail, Kunststoffe der Türverkleidung oder Handschuhfachkasten wirken so ein bisschen einfach in ihrem Hartplastik. Wenn ich hier über meinem Motorenbrett auf die Stoffleiste klopfe, klingt so ein bisschen, ich weiß nicht, wer das von Ihnen noch kennt, nach so einer alten Videokassette. Aber wer wird sicherlich über die Zeit mit einer kleinen Filzmatte auch Abhilfe geschaffen werden können. Wir wollen wissen, wie er fährt. Also, los geht's. We'll be right back.
So, beim Fahren gibt es erstmal wenig Überraschungen. Alle Komponenten, die wir hier fahren, sind schon aus anderen Konzernprodukten bekannt. Die MQB A0 Plattform, das DSG-Getriebe, der 1 Liter Evo Dreizylinder, kennen wir alles und ist auf Skoda-typische Art und Weise hier zusammenkomponiert. Das heißt, flüssige, zackige Fahrleistung, wenn er auch untenrum immer ein bisschen verschlafen bleibt. Das ist halt das Defizit des kleinen 1-Liter-Motors. Der muss erstmal Druck aufbauen, 200 Newtonmeter stehen zur Verfügung, aber die muss der Turbo auch erstmal bereitstellen. Die Lenkung ist leichtgängig und präzise, sehr angenehm. Das ist keine richtig sportliche Lenkung, wie wir sie vom MX-5 oder einigen BMW-Modellen kennen, aber das ist auch sicherlich nicht der Anspruch des typischen Fabia-Kunden. Der möchte es einfach berechenbar und gemütlich und vernünftig haben. Denn der Fabia ist im Kern seines Wesens einfach ein Alltagsauto durch und durch. Und das kann er auch richtig gut. Und das merken wir auch jetzt beim Fahren wieder. Er federt angenehm. Er ist leise, verhältnismäßig leise. Einziger Punkt, der so ein bisschen irritierend noch ist, sind die Start-Stopp-Vorgänge, wo der Dreizylinder sich wirklich deutlich schüttelt. Aber das werden sie vielleicht auch noch in den Griff kriegen und großes Defizit ist es nicht. Eine 50-Euro-Investition, die jeder Fabia-Kunde mit einplanen sollte, ist das Tank-Upgrade von 40 auf 50 Liter. Das lohnt sich schon, denn so wird die Reichweite auf bis zu 900 Kilometer gesteigert und Langstrecken werden deutlich komfortabler. Sollte man auf jeden Fall machen. Wieder mal ganz angenehm ist die Bedienung geworden. Die Klimaanlagenbedienerheit ist weitgehend manuell mit Drehreglern hier unten noch entkoppelt. Und das Infotainment lässt sich über Touchknöpfe einfach und intuitiv bedienen. Das gibt keine großen Rätsel auf Telefonkopplung, Navigation. Wir haben eine erweiterte Sprachsteuerung, wir haben jetzt eine Gestensteuerung erstmals. Und es gibt eben auch erstmals die digitalen Instrumente gegen Aufpreis. Und hier kann man sich auch übers Lenkrad direkt 5 verschiedene Layouts aufrufen. Man kann sich das alles eigentlich so weit einrichten, wie es einem am besten gefällt. Das ist nicht nur was für Technikfans, sondern das kann auch, wenn es einmal ordentlich eingerichtet ist, allen anderen den Alltag mit dem Auto wirklich erleichtern. Also eine gute, intuitive Lösung. Sehr angenehm. Einziger Punkt, der mir jetzt noch so auffällt, das ist aber auch eine typische Geschichte, was wir bei vielen Autos haben, ist der Spurassistent, der, wenn man gerade so in kurvigen Straßen wie wir jetzt hier unterwegs ist, auch nerven kann. Der muss dann wieder auch übers Lenkrad und 3 Knopfbewegungen extra ausgeschaltet werden, nach jedem Start neu. Aber das ist halt leider Pflicht, bleibt aber wie gesagt manchmal so ein bisschen störend. Sonst alles super angenehm, keine Frage. Was uns immer noch ein kleines bisschen an den einfachen Kern des Fabias erinnert, ist sein klassischer Wählhebel, kein Drive-by-Wire wie beim Octavia, sondern wirklich der klassische Wählhebel. Den können Sie einsetzen, weil keine Elektrifizierung des Fabias geplant ist. Und genauso mittlerweile selten die klassische Handbremse statt der elektrischen Parkbremse. Aber für Puristen eine angenehme Geschichte. Und wenn man eben nicht, wie wir jetzt gerade, das Topmodell mit DSG fährt, sondern einen Handschalter hat, dann hat man eben in der Regel, wenn man nicht 110 PS fährt, auch eine klassische 5-Gang-Schaltung. Und das ist heute auch schon ganz schön selten geworden. Aber wenn es funktioniert. Nur ein einfaches Auto für Pragmatiker? Vielleicht. Doch dafür macht es Skoda seinen Kunden wieder mal sehr leicht, pragmatisch zu sein. Der Fabia ist weniger Abenteurer fürs Wochenende und eher der hemdsärmelige Kumpel für den Alltag. Er bietet viel Platz, clevere Ideen und ist dazu mit Preisen ab 16.290 Euro absolut fair. Kein Wunder, dass viele in ihm den echten Erben des Golf sehen.